Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business-Fragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichen Führungskonzepten. Dieses Video ist Bestandteil einer sechsteiligen Videoreihe zum Thema Führungskonzepte und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Führungskonzept Management by Delegation. Und wie der Name schon sagt, geht es bei diesem Managementkonzept bzw. bei diesem Führungskonzept dazu, Aufgaben zu delegieren und die Mitarbeiter eben dementsprechend zu fördern und zur eigenen Verantwortung zu bringen. Damit dieses Führungskonzept letztendlich auch funktionieren kann, ist es zuerst unumgänglich, dass jeder Mitarbeiter seinen eigenen Aufgabenbereich erhält. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss ganz klar wissen, was ist seine Aufgabe und was ist sein Verantwortungsbereich. Ziel dieses Führungskonzeptes ist es letztendlich, die Eigeninitiative bzw. auch die Motivation der jeweiligen Mitarbeiter zu fördern. Und bei diesem Führungskonzept greift der Vorgesetzte, also die jeweils übergeordnete Führungskraft, nur dann ein, wenn es wirklich zu Problemen kommt. Ziel ist aber hierbei natürlich, dass der Vorgesetzte so wenig wie möglich eingreifen muss, weil die Mitarbeiter eben genug Eigeninitiative bzw. genug Motivation an den Tag legen, um ihre Aufgabenbereiche wirklich selbstständig erledigen und absolvieren zu können. Weiters zeichnet sich dann dieses Führungskonzept auch noch durch zwei unterschiedliche Verantwortungsbereiche aus. So liegt die Handlungsverantwortung, also die operative Ausführung, dementsprechend beim Mitarbeiter und die Verantwortung für die operative Ausführung beim Mitarbeiter, wohingegen die Führungsverantwortung bei der jeweiligen Führungskraft bleibt. Und ja, somit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch bzw. über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.